Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen Samstagmittag wünsche ich dir. Ich habe heute so meinen Heultag. Das möchte ich mal gerade mit dir teilen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier auch noch mal anfangen zu heulen, weil ich bin gerade so emotional berührt heute. Und ich glaube, und deshalb bin ich jetzt so spontan hier live. Ich habe es heute Morgen mit meinen Akademikern schon im Live-Call geteilt. Da hat es mich auch mal wieder übermannt, weil das so Dinge sind, die in dir auch sind. Hallo, lieber Heike, schön, dass du dabei bist. Schenk mir doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin hier. Also, ich habe heute Morgen in mein Postfach geschaut. Und da war eine E-Mail drin, die konnte ich zunächst nicht zuordnen. Ich war auch erst so der Meinung, ah, da ist irgend so eine Fake-Mail, irgend so eine Spam-Mail, keine Ahnung. Und habe dann was von HolidayNet gelesen und da dachte ich, okay, mach's doch mal auf. Und da waren Bilder drin von meinem Patenkind auf Bali, wo ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich da ein Patenkind habe. Ich meine, ich weiß, dass ich da Kinder unterstütze. Aber dass mir da, Dankeschön, liebe Heike, aber dass da auch Kinder dann zugeordnet werden, das wusste ich nicht. Und als ich dieses Bild und die Beschreibung von dem Kind gesehen habe und auch die Familie gesehen habe und gelesen habe, wie alt es ist und wo es gerade steht und was es macht, was ihm jetzt da alles ermöglicht wird durch meine Unterstützung, da war ich wirklich so sehr zu Tränen gerührt. Vor allem, wenn ich da zurückblicke, dass ich überhaupt nicht wusste, was da alles am Entstehen war und ist, weil ich einfach gegangen bin, weil ich einfach losgegangen bin. Und das ist die eigentliche Botschaft, die ich, deshalb teile ich das hier jetzt überhaupt mit dir. Weil da draußen im Feld, im Universum, nenn es Feld, nenn es Universum, Akasha-Chronik, egal wie, ist völlig wurscht, wie du es nennst. Oder nenn es deinen Seelenplan. Da ist so viel für dich im Feld drin vorbereitet, das gesehen und gelebt werden möchte. Und dass du aber bislang noch nicht siehst, dir es dir nicht vorstellen kannst. Und wo du vielleicht auch jetzt denkst, wovon redet die? Und zwar, lass mich dir mal die Geschichte erzählen, die dahinter sich verbirgt, warum ich auch gerade so berührt bin. Ich meine, so diese Patenschaften, die man da irgendwo annehmen kann, die kenne ich auch aus verschiedenen Organisationen, auch von früher. Das gibt es für mich gefühlt schon immer. Ich hatte da nie einen Bezug zu, weil ich eben auch immer dachte, gut, da fließt Geld irgendwo hin und da geht so vieles in die Verwaltung. Da kommen von 100 € 50 Cent bei dem Kind an. Deshalb habe ich da nie was gemacht in der Richtung. Und das war nie so meine Intention. Ich spende zwar seit einer Weile an verschiedene Organisationen. Ich habe da so Internetseite, wo ich mir jeden Monat was aussuche und spende. Schau mir da verschiedene Projekte an. Und ganz intuitiv immer einen gewissen Prozentsatz von meinem Umsatz, was ich da weiterfließen lasse. Und das macht natürlich auch viel Freude. Das mal dazu. Aber wie ist das Ganze denn jetzt überhaupt entstanden? Und den Weg möchte ich mal mit dir teilen, damit du mal ansatzweise wirklich wahrnehmen kannst, das ist meine Botschaft, die ich hier mal an dich weitergeben möchte, was da alles draußen im Feld auf dich wartet, wenn du denn mal dafür gehst. Und zwar war ich vor einigen Jahren, oh Gott, wie lange ist das her? Ist bestimmt schon 4 Jahre jetzt inzwischen her. Ich habe da nicht ganz so das Zeitgefühl oder 3 Jahre erst, ich weiß nicht genau. Ist ja egal, 3, 4 Jahre. Also nicht ewig her. Da war ich eingeladen zu einem als Sprecherin. Ich habe ja selbst schon 4 Lebensfreude-Kongresse gemacht und da ist man ja in diesen Kreisen drin und dann wird man ja auch immer mal wieder eingeladen zu Kongressen als Sprecherin. Ich war eingeladen zu einem Göttinnenkongress.
Und wenn das nicht jemand gewesen wäre, die ich persönlich gekannt hätte, die mir auch irgendwo am Herzen gelegt hätte, hätte ich diese Einladung auch gar nicht angenommen, weil Göttinnen, das war für mich sowas, hat sowas mit Emanzen zu tun gehabt bis dahin, und das hätte ich so abgetan und hätte auch gedacht, nee, das ist nicht meine Welt, der Göttinnenkongress. So, aber ich habe so aus Sympathie dann zugesagt, und sie hatte mich dann auch gefragt, würdest du auch noch eine Meditation für unsere Teilnehmer aufnehmen? Habe ich auch gemacht, und wenn ich solche Meditationen aufnehme, dann lese ich nicht irgendwie was ab, ich lasse es da fließen, verbinde mich, und dann wundere ich mich eigentlich selbst immer, was so aus meinem Mund rauskommt. Und habe da gemerkt, Mensch, da steckt eigentlich viel mehr dahinter, als das, was ich bislang an Glaubenssätzen daran verknüpft hatte, Göttinnenkongress. So, und dann stand ich eines Morgens da, und da kam so in mein Bewusstsein die Idee, du könntest doch eigentlich mal ein Göttinnenretreat machen. Hallo, liebe Julia. Und der Gedanke hat mir gefallen, der Impuls kam so aus meiner Seele, aus meinem Herzen heraus. Ist etwas, was ich dir zwischendrin auch hier mal auf den Weg geben möchte. Lausch oder eigne es dir an, auf deine ersten Impulse zu lauschen. Weil die allerersten Impulse, die fließen, die kommen aus deinem Herzen, die kommen aus deiner Seele. Die kommen aus dem Feld, das zu dir gehört. Und das kannst du Akasha-Chronik nennen, du kannst es Universum nennen, du kannst es Lebensaufgabe nennen, du kannst es Seelenplan nennen, ist eigentlich egal. Der erste Impuls, der kommt aus deinem Herzen. Alles andere, was nachher kommt, an Zweifel und Tralala und die Geschichten, die wir da uns erzählen und der ganze Kram, das ist alles vom Kopf gesteuert. Das kann nicht funktionieren. Das heißt nicht umsonst, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. So. Ich habe diesem ersten Impuls gelauscht. Göttinnenretreat, okay. Dann so ein nächster Impuls war, Mensch, da gibt es doch eine Insel, das ist doch die Insel der Götter und Dämonen. Fiel mir Bali ein. Ich war bis dato noch nie auf Bali. Und dann dachte ich, okay, könntest ja sowas auf Bali machen. Das sind alles Impulse, die ich wahrgenommen habe. Mein Kopf hat mir natürlich gesagt, drehst du jetzt durch? Was soll das? Du warst noch nie in Indonesien, du warst noch nie auf Bali, kommst jetzt auf die Idee, dann Seminar zu machen. So, der nächste Impuls war dann, dass ich jemand auf Messen, als ich noch früher auf Messen unterwegs war, ein Ehepaar kennenlernte, wo ich wusste, die haben da ein Ressort aufgebaut. Nach Feng Shui, nach gewissen Richtlinien, ökologisch angehaucht, eigene Wasseraufbereitungsanlage. Also ich bin da ja auch so ein bisschen ökomäßig unterwegs. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann dieses Göttinnenretreat gemacht. Inzwischen heißt es nicht mehr Göttinnenretreat, sondern Seelenfreude-Retreat, weil ich dann im gleichen ersten Jahr auch schon Anfragen bekommen habe von Männern, die mit wollten, ich das dann aber abgelehnt hatte und dann ab dem zweiten Jahr gesagt habe, okay, dann können eben auch Männer dran teilnehmen. Deshalb heißt es jetzt Seelenfreude-Retreat. So, und dieses Jahr war es jetzt so, dass die Inhaberin eine Organisation gegründet hat, wo sie die Kinder vor Ort, in dem Ort, wo sie das Ressort hat, sie beschäftigt im Übrigen auch Einheimische. Das ist kein Ressort, wo Europäer arbeiten, sondern ihre Intention war es von Anfang an, dort die Einheimischen zu unterstützen und denen eine Chance zu geben, ihr Leben anders zu gestalten, was mich dann natürlich in der Richtung auch sehr angesprochen hat. Und dieses Jahr habe ich jetzt mitbekommen, dass sie da zum einen einmal die Woche Kinder im Ressort aufnimmt, wo sie ihnen die englische Sprache beibringt und das Thema Müll und Abfall, vor allem Plastikmüll, das ist ja insbesondere auf Bali, aber nicht durch die Balinesen, sondern durch die Touristen einfach ein großes Problem, weil es da einfach nicht die Infrastruktur gibt, wie sie bei uns hier ist, um Müllverbrennungsanlagen und sowas zu
Zu installieren ist alles ein anderes Thema. Es wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, um die Kinder aber ein bisschen in die Richtung zu lenken, weil da fängt es ja auch mit an, natürlich auch bei den Eltern, aber da hat es ja dann auch Auswirkungen. Damit die Kinder dabei ihr Englisch lernen können, und sie hat, glaube ich, auch inzwischen einen professionellen Lehrer da auch, der die Kinder dann in Englisch unterrichtet, müssen die jeweils eine Tüte Müll mitbringen, was sie in ihrem Dorf dann einfach sammeln, um da dieses Bewusstsein zu erwecken. Und da gibt es eine Organisation inzwischen, das habe ich eben früher dann mitbekommen. Eine Hilfsorganisation, ein Verein, der sich da gegründet hat, wo man vor Ort einfach die Kinder unterstützen kann. Und das hat mich so angesprochen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ja, dann spende ich doch dahin, dann weiß ich ganz genau, wenn ich da 200 € hinspende, die 200 €, die kommen auch da an, zu 100%. Da kommen nicht nur 1 € bei dem Kind an, sondern wirklich die 200 €. Und ohne mir weiter da Gedanken drum zu machen, habe ich das eben gemacht. Und als ich dann heute Morgen das Bild gesehen habe, dass mir jetzt da eben auch ein Patenkind zugeordnet wurde und ich das Kind und die Familie gesehen habe und gesehen habe, wo es lebt, wie es lebt und so weiter und was ich ihm jetzt damit alles ermögliche, das hat mich einfach sehr berührt. Und da ist so der weitere Gedanke entstanden, Mensch, jetzt habe ich ein Kind dort, ich will da mehrere Kinder haben. Was wäre, wenn da noch viel mehr möglich wäre, um 10 Kinder, um 100 Kinder, um ein ganzes Dorf dort zu unterstützen. Und so ist jetzt heute Morgen im Grunde genommen so die nächste größere Vision entstanden. Und das heißt nicht, dass das morgen schon zur Realität werden muss, aber ich weiß, ich gehe da weiter jetzt diesen Weg. Und jetzt gehen wir nochmal zurück von vor 3 oder 4 Jahren, als ich diese Idee hatte. Da hatte ich solche Dinge nicht auf meinem Schirm, dass das mal in meinem Leben präsent wird, dass ich solche Projekte unterstütze und da ja vielleicht auch was ganz Großes noch mit unterstützen kann. Wer weiß, was da noch alles andere im Feld vorgesehen ist. Und was uns beide da unterscheidet, ist nichts anderes, dass ich jetzt einfach ein Stück weit diesen Weg schon gegangen bin. Und du bist hier in der Gruppe, weil du da auch noch auf der Suche bist nach deiner Lebensaufgabe, nach deinem Seelenplan. Meine Mission ist es einfach, dir dabei zu helfen, diesen Plan zu entdecken, den Seelenberuf daraus zu kreieren und damit dann Geld zu verdienen, weil ich war ja früher, als ich dann noch im öffentlichen Dienst gehockt habe, und unzufrieden war, war ich ja auch lange Jahre dabei, mir vom Kopf her zu überlegen, was könnte mir denn Spaß machen, was könnte mir denn Freude machen, mit was könnte ich denn Geld verdienen, mit was könnte ich denn auch ein bisschen mehr Geld verdienen, um zum Beispiel soziale Projekte zu unterstützen und solche Dinge. Aber solange wir da im Kopf versuchen, etwas zu kreieren, erreichen wir das Feld da draußen nicht, um es mal spirituell auszudrücken, dann kann das nie von dem Erfolg so gekrönt sein, wie wenn wir wirklich hier das entstehen lassen, in die Welt hinaustragen, was in unserem Herzen, in unserer Seele ist, was da draußen im Feld eigentlich schon ist und wir uns auf diesen Weg begeben. Und deshalb wollte ich das jetzt hier mal mit dir teilen. Da draußen im Feld, im Universum, da ist so vieles für dich vorbereitet, was deinem Herzen, deinem Seelenplan, deiner Lebensaufgabe entspricht, was jetzt in diesem Leben auf die Straße gebracht werden möchte. Du kannst es auch ganz banal nennen, dass du deine PS endlich auf die Straße bringst. Es ist völlig egal, welchen Namen du dem Kind gibst. Und das sind die Dinge, da hast du vielleicht jetzt noch überhaupt oder wahrscheinlich, ich habe ja jetzt auch noch keinen konkreten Plan, wie geht das weiter. Es ist nur heute Morgen so die Idee aufgekommen, okay, was ist, wenn aus einem Kind 10 werden und aus 10 Kindern 100, 1000, ein ganzes Dorf, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich weiter diesen Weg jetzt hier gehe. Und das ist alles im Grunde genommen da draußen im Feld auch für dich vorgesehen. Du darfst nur jetzt oder endlich, je nachdem, wie lange du da schon
rumeierst und probierst und rumdümpelst und da mal was probierst und da mal was probierst und da mal was guckst und dir da vielleicht mal eine Geschichte erzählst, das geht jetzt nicht, oder da eine Geschichte erzählst, ich kann das nicht, weil, oder dir vielleicht die Geschichte erzählst, für mich ist das nicht möglich, oder auch für dich vielleicht die Geschichte dir erzählst, ich habe kein Geld jetzt in mich zu investieren, um endlich da durchzustarten, was auch immer. Das sind alles Geschichten, die ich mir früher auch erzählt habe. Solange kann das nicht funktionieren. Und schau mal, wir kommen doch alle aus der gleichen Quelle. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Alles, was hier irgendwo an Religionen und Organisationen erschaffen wurde, ist alles von Menschenhand erschaffen wurde. Also ich gehöre keiner Religion mehr an. Und wenn wir doch alle aus der gleichen Quelle kommen, dann haben wir doch auch alle hier unsere eigene Aufgabe mitgebracht. Und diejenigen, die ihre Aufgabe dann einfach ans Licht bringen, das sind diejenigen, die dafür gehen. Die irgendwann die Entscheidung getroffen haben, dafür zu gehen. Und da erwarten auch dich ganz großartige Dinge da draußen. Also hör auf, dir die Geschichte zu erzählen, für dich ist das nicht möglich oder du kannst das nicht, du bist zu klein oder du bist jetzt zu alt oder du bist vielleicht noch zu jung. Ich kriege in der letzten Zeit auch vermehrt Anfragen von wunderbaren Menschen, die sagen, ich habe da irgendwo was gelesen, deine Gruppe spricht in erster Linie Menschen an, die über 50 sind, darf ich denn auch dazu? Klar, je früher, je besser. Ich meine, die meisten Menschen, die ich so bekleide, die sind halt irgendwo so. Das hat was mit meinem eigenen Alter zu tun. Und irgendwo scheint da draußen noch was manchmal zu erscheinen, dass auch diese Gruppe hier nur für Menschen ab 50 ist. Vielleicht hängt es auch mit denjenigen zusammen, die dann einfach unsicher sind, dass sie das so aussenden, auf solche Informationen stoßen. Also nochmal zusammenfassend, auch da draußen wartet etwas ganz Großartiges, auch auf dich. Deine Seele, dein Herz, die wollen sich hier verwirklichen im Sinne von ich wirke, das ist die Selbstverwirklichung. Das, was in dir ist, dein Plan, dein Seelenplan, deine Seelenaufgabe, die will entdeckt werden und die will gelebt werden. Und du willst doch letzten Endes, wenn du ehrlich zu dir bist, sie auch entdecken und deine Botschaft daraus bringen. Du willst doch letzten Endes wirklich zurückblicken mal auf das Leben. Ich habe mein Leben gelebt, es hat vielleicht ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe großartige Spuren hier hinterlassen. Ich habe was bewegt. Und dann geh doch bitte mal dafür. Lausch doch auf dein Herz, lausch auf deine Seele, lausch auf deinen ersten Impuls und geh dafür und entdecke, was da draußen an Großartigem eigentlich für dich vorbereitet ist, was du in dein Leben lassen kannst und was du dann auf die Straße bringen kannst, zum Leuchten bringen kannst, sichtbar machen werden kannst, wie auch immer du das nennen möchtest, wenn du es mir so bodenständig ausdrücken willst und weniger spirituell oder hochspirituell. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich konnte mit diesen spirituellen Ausdrücken früher auch nicht, weil ich immer so sehr im Kopf einfach war und sowieso nur die Dinge geglaubt habe, die ich mit dem bloßen Auge gesehen habe. Ja? Also das so meine Ermutigung für dich. Entdecke deine Einzigartigkeit, deine Großartigkeit. Entdecke das, was in dir ist, was gelebt werden möchte, wo du schon lange das Gefühl hast, da gibt es irgendetwas in mir, das schreit förmlich danach, was anderes zu machen als das, was ich bislang mache. Und wenn du jetzt noch in einem Beruf drin bist und damit was anfangen kannst, dass in dir so eine Stimme ist, das ist nicht mehr alles das Leben, wie ich mir es wirklich mal vorstelle, oder da muss es doch noch mehr geben. Oder das ist jetzt nicht mehr so zu 100% oder 1000% der Job. Ich gehe da eigentlich nur noch hin, damit ich am Monatsende Summe X auf dem Konto habe. Ich kenne das alles nur zu gut von mir früher. Dann heißt das ja nicht, dass du diesen Job jetzt aufgeben musst. Aber dann kannst du jetzt eine Entscheidung treffen, dich auf deinen Weg zu begeben und ja zum Beispiel ja auch nebenbei etwas aufbauen nach deinem Herzen,
nach deiner Mission, nach deiner Passion. Und dann gehst du und dann musst du nicht das klare Endziel vor Augen haben. Aber schau mal, wenn du jetzt alleine schon, was das schon alles bewirkt, wenn du überhaupt mal Klarheit hast, was dein Ding ist, wie du dann schon in einem anderen Statement bist, mit wie viel mehr Energie du morgens schon aufwachst, weil du weißt, warum du da bist und weil du weißt, du gehst jetzt Schritt für Schritt für Schritt auf den Weg deines Herzens. Was das alleine schon alles verändert, nicht nur für dich, sondern für deine Familie, für deinen Partner, für dein Umfeld und letzten Endes für die Welt, wenn da soziale Projekte, was auch immer in dein Feld auch noch reinkommen, die du dann nicht morgen, aber übermorgen, in ein paar Monaten oder auch erst in einem Jahr, egal, unterstützen kannst. Aber dazu darfst du dir erlauben, einfach erstmal zu gehen, vorzugehen, für dich eine Entscheidung zu treffen. Für dich alleine die Entscheidung zu treffen, zu gehen. Ich habe das auch erstmal für mich getroffen. Ich habe da meinen Mann nicht versucht zu missionieren, du musst da jetzt mitgehen. Ich habe für mich gemacht, bin vorgegangen. Und deshalb weiß ich so gut, wenn du vorgehst, wie auch du dann dein Umfeld damit, die Menschen, die dir am Herzen liegen, wie du die auch mit ins Boot nimmst, nehmen kannst, wenn du das möchtest. Und wie wunderbare andere Menschen auch noch in dein Leben kommen, die die gleiche Sprache dann sprechen wie du. Okay? Und wenn du jetzt immer noch denkst, die hat gut reden oder andere können das, ich aber nicht, dann lass uns zweimal miteinander reden, vertraulich unter vier Augen. Ich nehme da Zeit für dich. Lass uns eine halbe, dreiviertel Stunde miteinander reden. Da finden wir Klarheit, wo auch dein Weg gehen kann, wie auch dein ideales Leben ausschauen kann, wofür du gehen kannst, was das ist, wie du deine PS auf die Straße bringen kannst. Und zwar so, wie es zu dir passt. Okay? Also, hab Mut, geh dafür, entscheide dich dafür, entscheide dich für das Wertvollste, was du hast. Das ist dein Leben. Und wie schnell ist es vorbei? Und du bist doch hier, weil du irgendwann denken willst, ich habe ein erfülltes, glückliches Leben gehabt. Ich habe hier was hinterlassen, ich habe meine Mission erfüllt. Und ich muss nicht nochmal eine Runde drehen. Oder wenn ich nochmal herkomme, in welchem Körper, wie auch immer, dann gibt es neue Aufgaben für mich, dann gibt es andere Aufgaben, was auch immer. Können wir auch viel drüber philosophieren. Aber dein Leben findet doch jetzt statt. Nicht gestern, das ist vorbei. Und auch nicht morgen. Oder letzten Endes schon morgen, aber du lebst doch im Hier und im Jetzt. Bringst doch jetzt auf die Straße. Hab doch den Mut, es jetzt anzufangen und dafür zu gehen. Okay? Alles Liebe, bis ganz bald. Ciao.